Das andere Wichtige ist aber, dass wir trotz der hohen Inzidenzen sehr, sehr wenige Kinder nur in den Kliniken haben, die aufgrund der Covid-Erkrankung aufgenommen werden. Es sind ein paar mehr Kinder, die mit positivem Abstrich, aber einer anderen Erkrankung aufgenommen werden, aber die Covid-erkrankten Kinder, das ist eine sehr, sehr geringe Zahl in ganz Deutschland. Gehen wir mal genau auf diese Frage der Erkrankung und schauen mal die Altersgruppe, die nicht geimpft werden kann, also bis 12. Wenn ein Kind in dieser Altersgruppe ohne Vorerkrankung in der Schule den Coronavirus bekommt, wie groß ist das Risiko für dieses Kind, ernsthaft krank zu werden? Also das Risiko ist ausgesprochen gering. Wir haben jetzt beispielsweise in Köln bei einer Inzidenz von etwa 400 letztlich nur ein Kind in den Kölner Kliniken auf der Station, das eine Covid-Erkrankung hat. Und auch diesem Kind geht es schon relativ gut und es steht eigentlich kurz davor, nach Hause zu gehen. Das heißt also trotz dieser hohen Inzidenzen ganz, ganz wenige Kinder in den Kliniken. Aber auch heute kursiert im Netz wieder so ein Bild eines Babys, das wegen Covid beatmet wird im Krankenhaus. Es erschreckt natürlich. Wie groß ist aber tatsächlich das Risiko, dass ein Schulkind dann auch tatsächlich in die Klinik kommen muss oder gar auf die Intensivstation? Ja, also das Risiko ist insgesamt sehr, sehr niedrig, wenn wir uns ganz Deutschland nochmal anschauen. Wir wissen, dass wir in den letzten Wochen an Covid erkrankte Kinder etwa 10 bis 15 pro Woche aufgenommen haben. So zeigt das unser Register. Und im ganzen Monat August wurde insgesamt ein Kind berichtet, das auf die Intensivstation aufgenommen Das ist werden wirklich ein musste. sehr geringer Prozentsatz. Trotzdem machen sich viele Eltern auch Es ist sehr gering. um das Thema Long-Covid, Sorgen. Kinder, die Atemnot und ernste Ja. Herzprobleme haben, haben wir hier auch schon berichtet. Gibt es da überhaupt schon verlässliche Daten, wie da das Risiko ist? Die Daten werden langsam besser. Es gibt eine sehr gute Studie aus der Schweiz. Da hat man Folgendes gemacht. Da hat man untersucht, erstmal bei Kindern im Blut, ob sie überhaupt Covid hatten oder nicht. Die Kinder wussten das meistens dann selbst nicht. Und dann hat man allen die gleichen Fragen gestellt, nämlich nach den Symptomen von Long-Covid. Und das Erstaunliche war es, dass die Kinder, die Covid hatten, genauso häufig Long-Covid-Symptome hatten wie die Kinder, die kein Covid hatten. Das heißt, hier gibt es zumindest in der Gruppe der Kinder keine großen Unterschiede zwischen Nicht-Betroffenen und Betroffenen. Bei den Jugendlichen, den älteren Jugendlichen, ist das womöglich ein bisschen anders. Da gibt es den ein oder anderen oder die ein oder andere Jugendliche mit Long-Covid, aber insgesamt ist das auch in dieser Altersgruppe sehr selten.